Schön, dass ihr hier seid bei LS15 und einer weiteren Mod-Vorstellung, und zwar der Krüger HKD-302 V1.0. Ja, das ist ein Mod, das ist jetzt nicht der Originale. Natürlich gibt es denselben auch original im Spiel. Also, what the fuck, warum macht man den als Mod? Ja, es hat Vorteile, wenn man den auch als Mod hat, und zwar, man kann, wenn man zum Beispiel eine LU hat, auch hier Werbung anbringen. Was natürlich bei den Originalen nicht so einfach ist, da man die überschreiben müsste, und ich weiß gar nicht, ob das dann im Multiplayer noch funktioniert. Bei alles 2013 ging das ja, wenn alle dieselben Dateien hatten, und das ist alles zu kompliziert. Deswegen finde ich es nicht so schlecht, wenn die Leute auch die Standardfahrzeugen in als Mod machen. Nur hier ist ein bisschen gepfuscht worden, meiner Meinung nach. Und zwar, wenn man jetzt gleich mal von vorweg die die Lok anschaut, sieht man hier schon einige Fehler. Und zwar sind der Shader ist falsch konvertiert. Dann ist, was sind hier noch falsch konvertiert? Der I3D hat nix. Doch, das Format von der I3D Shapeless ist falsch. Es fehlen Fruchtsorten. Und das Partikelsystem ist schon mal falsch konvertiert. Also, ja, es sind schon einige Fehler, die man natürlich vorher beachten hätte sollen. Aber okay, das muss ja jeder selbst wissen. Für mich ist das dann schon ein Mod, der nicht im Mods-Ordner landet, aber man kann ja daraus noch was machen, oder? Die Fehler kann man noch fixen. So, wir drücken R und befüllen mal zum Beispiel mit Raps. Guck mal, das funktioniert soweit. Also befüllen du da schon mal. Das ist wunderbar. Gucken wir noch mal, wie viel da reinpasst. Es sollte normal hier reinpassen. 30.000, glaube ich, oder? Achso, nee. 32.500 passen rein. Funktioniert soweit. Also, er hat in der Zwischenzeit keinen weiteren Fehler geschrieben. Und man kann da ganz normal fahren. Das funktioniert wunderbar. Wir können noch mal versuchen, abkippen gehen. Ob das auch klappt. Ja, der Schlepper da, der muss sich schon ein bisschen quälen, muss man sagen. So, wir tun mit Q abkippen in die Richtung. Hier sieht man keinerlei Animation, also hier muss man unbedingt was machen. Wie gesagt, es gibt noch die Fehler, und jetzt fängt es auch ruckeln an ein bisschen. Die muss man noch beheben, dann hat der Mod eigentlich, ja, einen Daumen hoch verdient. In diesem Fall kommt dann nicht in mein Mod-Ordner. Erst die Fehler beheben, dann auf alle Fälle. Ja, ich hoffe, das wird noch gemacht, und macht's gut. Bis zur nächsten Mod-Vorstellung. Ciao, Leute.